Rolf? Was ist denn? Bring bitte den Campingtisch und die Stühle daher. Wo sind sie denn? Dort, vor dem Eingang stehen sie. Ah. Und die Koffer? Die legen wir aufs Dach. So, da liegen sie gut. Hier sind die Stühle. Ist recht. Ist gut. Hallo Vati, nehmen wir auch die Liegestühle mit? Was hat Mutti gesagt? Sie hat gefragt, ob wir auch die Liegestühle mitnehmen sollen. Natürlich, die nehmen wir auch mit. Bring sie runter. Immer ich. Inge, bring bitte den Korb mit dem Geschirr zum Auto. Hast du auch alles eingepackt, Mutti? Klar, aber schauen wir mal nach. Das sind Teller, Gläser, Tassen und Kochtöpfe. Und wo ist das Besteck? Oh, das Besteck hier. Das sind 4 Gabeln, 4 Löffel und 4 Messer. So, das ist im Ofen. Bitte bring es zum Auto. Gut. So, hier ist der Korb mit dem Geschirr fertig. Gott sei Dank, jetzt haben wir alles. Den stellen wir in den Kofferraum. So. Aber Kinder, das können wir nicht mehr mitnehmen. Das Auto ist ganz voll, wir haben keinen Platz mehr. Aber Vati, das Schlauchboot von Inge hat doch auf dem Gepäckträger noch Platz. Das muss nicht sein. Und das Fahrrad von Hans bleibt auch hier. Am Campingplatz mieten wir uns ein Tandem. Guten Tag. Wartet einen Augenblick, ich gehe fragen, ob noch freie Plätze sind. Ja. Guten Tag. Haben Sie noch freie Plätze? Selbstverständlich. Wie lange möchten Sie bleiben? Ja, was kostet es pro Tag? Hier haben Sie unsere Preisliste. Ja, einen Augenblick. Schön, das ist gar nicht so teuer. Gut, wir bleiben. Frage ihn, ob wir das Zelt bei den Bäumen aufstellen können. Ja, genau. Noch etwas. Ich möchte fragen, ob dort unter den Bäumen noch Platz ist. Selbstverständlich. Fahren Sie vor, die erste Straße links, dort gibt es noch Plätze. Danke. So, jetzt wollen wir das Zelt aufstellen. Mutti, bring bitte den Sack mit den Zeltstangen. Den finde ich nicht. Wo ist er? Im Gepäckraum. Ich sehe ihn aber nicht. Das ist nur der Schlafsack von Rolf. Aber die Zeltstangen sind nicht da. Na, das ist lustig. Jetzt haben wir die Zeltstangen daheim vergessen. Na, sag bloß.